Fliegende 100-Füßler. Okay. Die halten was aus, Leute. Der ist hinüber. Der auch. Super. Ich kämpfe als nächstes gegen den. Okay, der Werwolf. Gehorche! So ist fein. Ein einzelner lauert auf. Wir gehen erstmal nach unten. Ich möchte mich erst überall umsehen, bevor wir den Schatz selbst suchen. Heilflasche halten, Geheimnis. Bluttrank, kostbares Fell und eine Seele erhalten. Dietrich erhalten. Bluttrank, kostbares Fell und eine Seele erhalten. Säuretrank erhalten. Geheimnis. 1908 Fila erhalten. Geheimnis. Speicherstein erhalten. So, dann haben wir jetzt nur noch das hier. Leute, hier geht's gar nicht weiter. Bluttrank, kostbares Fell und eine Seele erhalten. Okay, dann haben wir jetzt hier alles durchsucht. Dann wird jetzt der Schatz gesucht. Okay, das ist gleich da rechts. Hier sollte es sein. Dann leg mal los. Sehr, sehr gut. Dämonenkrallen erhalten. Papierstein erhalten. Geheimnis. Dämonenkrallen. Vampirkrallen, Teufelskrallen, Dämonenkrallen. Ghoulkrallen könnte man sagen. Naja. Plus 43 Angriff, Erstschlag und blind. Ja, nö. Okay, aber jetzt haben wir da alles. Dann, Leute. Geht's ab nach Hause.
So, viel Zeit habe ich nämlich nicht mehr. Wir machen die Pyramide nicht mehr vor dem Special. Das würde zu lange dauern. Das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Wir foltern jetzt. Wir haben beim letzten Mal bei der Burg Zaras, glaube ich, war es, haben wir einen Elras gefangen genommen. Ah, hier. Wollen wir ihn ein wenig gefügig machen? Ja, wir brauchen Informationen. Gut, unser Opfer wartet auf der Streckbank. Sonst sind alle anderen Türen noch offen, außer hier links. Aber da ist ja, naja. Sollen wir ihn zurück in seine Zelle bringen? Nein, die Folter geht weiter. Was macht das da? Gift, aha. Okay, was haben wir hier? Eis oder Licht oder so. Hält er noch aus? Hier ein Feuer. Was haben wir hier? Das. Das sah aus wie eine Eisexplosion. Dass der immer noch nicht redet. Blitz! Oder Donner. Jetzt rede, du Wurm! Quält mich nicht! Dann gib uns eine nützliche Information! Ich weiß nichts! Du bist ein miserabler Lüger, du Wurm! Nördlich von Schloss Zaras! Was ist nördlich von Schloss Zaras? Ein Versteck. Mächtige Zauber. Geheimnisse. Scheint so, als sollten wir uns da mal umschauen. Wir sollten vorsichtig bleiben. Es könnte eine Falle sein. Du hast recht. Es wäre gut, wenn wir nicht alle da reinstürmen. Lass uns das zu zweit machen. Schwebt jemand Bestimmtes vor? Wie wäre es denn mit uns beiden, Nyria? Wir sind beide recht stark und sollte es eine Falle sein, können wir Walden und Oscar und Alex telepathisch Bescheid sagen, damit sie uns da rausholen. Klingt gut. So gehen wir nicht das Risiko ein, sofort allesamt in einen Hinterhalt zu geraten. Und außerdem können wir uns hier zwei Vampire zur Unterstützung nehmen. In Ordnung. Dann warte ich vor dem Schloss auf dich, sobald ich nicht mehr Teil der Gruppe bin. Komm mit, Walner. Und wenn du willst, ein oder zwei Vampiren zu mir. Sobald du bereit bist, das Elras-Versteck zu stürmen. Gut, ich habe verstanden. Irgendwie ist mir nicht so wohl dabei, euch allein in deren Versteck zu schicken. Ach was, Nyria und ich schaffen das schon. Wir haben bereits lange genug zusammengekämpft. Und falls es brenzlig werden sollte, können wir uns hier in der Nähe platzieren. Na schön, dann machen wir es so. Hoffen wir, dass es das gut geht. Er ist in Ohnmacht gefallen. Sollen wir ihn mit einer Heilfühle heilen? Nein, es reicht im Moment. Wir sollten ihn zurück in seine Zelle legen. Dort kann er sich erholen. Mal sehen, ob er schon erholt ist. Nein, der flackt darum. Okay, nördlich von Schloss Zaras. Mal sehen. 20 Minuten hätte ich ja noch, Leute. Das sehen wir uns mal an.
Da ist plötzlich die Pyramide aufgetaucht. Das ist doch Schloss Zaras, oder? Ja, passt. Dann sehen wir uns da um. Ja, super! Wo soll das Versteck sein? Mal sehen, vielleicht haben wir eine Quest dafür. Mist, jetzt habe ich mit Nyria angegriffen. Naja. Das Eras-Versteck, Asker Schloss. Rede mit Elaine vor dem Schloss und erkunde das Versteck. Ah. Elaine wartet vor Askers Schloss. Aber ich glaube, ich muss sie wirklich erst aus der Gruppe schmeißen, oder? Ja, ist das blöd. Ja, ich muss sie wirklich erst aus der Gruppe werfen. Na gut. Aber nur für alle Fälle speichern wir. Wo war denn Elaine? Ah, da links. Wir gehen immer rechts hoch, deswegen wusste ich das nicht. Elaine aus der Gruppe entlassen. Sie behält ihre Ausrüstung. Ja. Jetzt ist sie da. Vertrau uns, Asuka. Wir schaffen das alleine. Schon gut, schon gut. Achso, ich muss Asuka auch... Okay. Asuka muss auch weg.
Da bin ich ja jetzt dann gespannt, Leute. Bist du bereit, mir in das Verlierers Versteck einzudringen, Nyria? Ja, los geht's! Dann sehen wir mal, was diese Höhle an Geheimnissen birgt. Naja, eins haben wir schon gefunden. Heilflasche halten, Geheimnis. Gut, gehen wir rein. Gehen wir links hin. Bin mal gespannt. Wow. Elaine würde das alleine schaffen. Zwei Heilflaschen erhalten. Topaz erhalten. Kein Geheimnis. Brauchen wir nicht einen Topaz sogar? Keine Ahnung. Nyria würde das auch alleine schaffen. Sag mal, Elaine, darf ich dir mal eine Frage stellen? Naja, ich kann es dir wohl schlecht verbieten, Nyria, also frag nur. Ihr habt damals erzählt, ihr hättet vor Jaina schon so einige andere Mädchen als eure zukünftige Töchter in Erwägung gezogen. Ja, das stimmt. Letztendlich aber seid ihr nach Thürig gekommen, um ein Mädchen zu finden. Warum Thürig? Ihr seid ja doch so viele größere, naheliegendere Orte als ein kleines Walddörfchen gegeben. Warum gerade dort? Der Grund ist so ernüchternd wie beschämend. Wir wollten einen kleinen, unbewachten Ort, bei dem das Verschwinden einer Person keine großen Trubel verursachen würde. Und außerdem wollten wir ein möglichst unverdorbenes Mädchen. Verstehe. Es tut mir leid, Nyria. Ich kann es dir nur immer wieder sagen. Wir haben zuvor schnell gehandelt, als wir Jaina mit dem Vampirismus verfluchten. Ach, weißt du, dass ihr sie verwandelt habt, macht mich gar nicht mehr so wütend. Denn wie ich Jaina kenne und einschätze, hat sie das Vampirsein nach kurzer Zeit genossen. Ja, das stimmt. Das macht eure Entführung zwar nicht weniger schlimm, aber ich hätte gerne eine Parallelwelt gesehen, in der ich bei ihr in Thürig gewesen wäre und ihr sie einfach gefragt hättet, ob sie Vampir werden möchte. Auch wenn sie dann vielleicht nicht eure Tochter geworden wäre. Ja, das ist eine schöne Vorstellung. Aber vielleicht kann Jaina ihr Vampir-Dasein auch in dieser Welt noch genießen, wenn wir sie von den Inneres befreit haben. Ja, vielleicht. Wir haben doch Thürig mit der alten Jaina. Wir hätten sie dort fragen können, aber naja, das wurde leider nicht einprogrammiert. Vielleicht hätte sie sich ja so entschieden. Dann hätte Nyria sogar ihre Antwort. Naja.